Ein spannender August steht uns bevor und diese Frage tut sich auf, wird sich jetzt endlich was verändern? Wie wird es weitergehen? Wir sind ja von der Schamuel-Energie hinein in die Luminea-Energie seit dem 23.07. hinein katapultiert worden, sozusagen. Das ist durch das Festival entstanden. Ich werde da noch mal näher darauf eingehen, jetzt gleich im Video. Und ich werde euch auch sagen, woher diese Luminea-Energie kommt. Und natürlich werden wir einen gesamten Überblick über den August bekommen, ein bisschen astrologisch gucken und auch spirituell, was da alles auf uns zukommt. Ja, und es ist wichtig, dass du bis zum Ende dabei bist, damit du auch alle Informationen bekommst. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal. Ich bin Heilmedium und Buchautorin und in sehr großer Freude, weil endlich dieses Buch herausgekommen ist, das kosmische Wissen von Andromeda. Und wenn ihr euch für die Lichtschiffe von Andromeda interessiert oder für die spezielle Technik, die sie haben oder gar wie sie mit den schwarzen Löchern umgehen, dann müsst ihr dieses Buch unbedingt lesen. Ja, und jetzt kommen wir mal so ein bisschen zum August. Der August beginnt mit einer entspannten Ausrichtung und wir haben auch gleich den kraftvollen Vollmond, der uns mit wundervoller Energie beschenken wird. Und dann kommen wir aber zum 2. August schon in eine kleine Warnung hinein. Und zwar werden wir aufgefordert, unsere Projekte zu betrachten, die wir noch nicht fertiggestellt haben. Damit ist gemeint, dass es die Möglichkeit gibt, ab dem 2. August diese Projekte aufzuarbeiten. Und es ist auch wichtig, dass wir da gewissenhaft und sorgfältig sind, denn dann bekommen wir die Unterstützung von den Sternen. Ich möchte euch jetzt auch noch was zu der Luminea-Energie sagen, weil wir gerade bei den Sternen sind. Die Luminea-Energie ist eine Energie der goldenen Engel von den Elohim und sie konnte deswegen auf die Erde kommen, weil durch das Festival ein Spalt in der Matrix entstanden ist und seit Sonntag, dem 23.07., strömt diese Energie auf die Erde und bringt uns kolossale Lichtausdehnung, kolossale Unterstützung in unserem Sein und schult unsere Intuition, also sie hebt uns insgesamt auf eine höhere Ebene des Bewusstseins, des Verständnisses. Unser drittes Auge wird noch mehr geöffnet werden, unsere Fähigkeiten werden sich verstärken und wir bekommen im ganzen Monat August von der Luminea-Energie wundervolle Impulse und wundervolle neue Heiltechniken. Diese Heiltechniken, die stelle ich euch vor im Mitgliederbereich und auch am Ende des Monats im großen Webinar mit der Luminea-Energie und der Meisterenergie 2.0. Das ist etwas ganz Wichtiges, denn die Luminea-Engel sagen zu uns, dass wir uns enorm weiterentwickeln werden mit dieser Energie. Und sie haben schon so lange darauf gewartet, dass diese Energie zu uns kommt, denn sie bringt uns in dem ganzen Geschehen vom Aufstieg her einen großen Schritt weiter. Und sie wirkt auch in unserer Aura. Es entsteht eine Luminea-Aura-Ausdehnung und auch die Chakren werden nochmal ganz anders gereinigt und gefördert mit der Luminea-Energie. Und das ist wichtig, dass wir gut funktionierende Chakren haben, denn letztendlich geht es im August ganz schön hin und her und es ist gut, wenn wir deine Unterstützung bekommen. Es ist auch wichtig, dass wir das Luminea-Licht kennenlernen und mit ihm wirken werden. Dafür werdet ihr von mir im Member-Bereich und auch auf Telegram noch viele Informationen bekommen. Auch auf Telegram habe ich von der Luminea-Energie gesprochen schon und erklärt, die Herkunft mit den goldenen Engeln. Einfach das zu wissen, gibt einem, glaube ich, so eine Freude auf diese Energie und ihr konntet sie ja auch schon kennenlernen. Es ist einfach wichtig, wenn wir aus der aktuellen Zeit das Beste herausholen möchten, dass wir gewissenhaft mit den Dingen umgehen und sorgfältig uns auf Dinge zu konzentrieren, die für uns wichtig sind.
dann wird es wirklich gut gehen. Wir haben ab dem 3. August eine Spiegelung der vergangenen Versäumnisse. Also es kann sein, dass euch jemand begegnet, den ihr schon lange vergessen habt und plötzlich steht er vor dir und sagt was oder fordert etwas und dann kommt das wieder hoch. Und dann ist es gut, wenn du dich vielleicht auf die Luminea-Energie konzentrierst, um dann da aus dieser Situation das Beste zu machen. Also es können wirklich Situationen entstehen um den 3. August herum, wo du dich erstmal wunderst und perplex bist, woher kommt das dann? Das liegt einfach an der allgemeinen astrologischen Sternenenergie, dass wir mit alten Dingen nochmal in Berührung kommen, um die dann letztendlich aufzulösen. Wir haben ab dem 13. August eine kosmische Konstellation für aufregende Momente. Und zwar geht es um die Kreativität um den Genuss. Und das ist etwas sehr Schönes. Ich bitte euch, denkt daran, wenn ihr um den 13. August herum seid, genießt das Leben, nehmt euch vielleicht mal ein paar Tage frei und tut was Gutes für euch. Das ist so wichtig für die Selbstliebe, an sich selbst zu denken, sich Geschenke zu machen. Und sei es auch nur mal einen Tag auszuruhen oder ein Bild zu malen oder vielleicht Smarana zu singen. Ihr wisst genau, was ich meine. Diejenigen, die auf dem Festival waren, die haben ja Urna kennengelernt und sie singt so schön. Und singt doch einfach mal Smarana als Mandala. Ja, als Mantra meine ich. Das ist eine ganz volle, wundervolle Energie, die sich dann bei euch zu Hause ausbreitet. Und ich mache das wirklich ab und zu. Und das alles bringt uns so in eine zauberhafte Stimmung, in eine zauberhafte Stimmung und nah zu den Sternenvölkern. Also es ist die Gelegenheit auch über diese Kreativität, die ja uns beflügelt, Dinge zu tun, die wir vielleicht sonst nicht tun würden, mit den Sternenfreunden Kontakt aufzunehmen. Sie sind also auch sehr wachsam in dieser Zeit, haben sie mir gesagt, und bereit, tatkräftig zu unterstützen. Also nehmt Kontakt auf und geht durch die Tore der Selbsterkenntnis, denn das wird alles möglich sein, besonders um den 16. August herum ist das wundervoll, diese Möglichkeit wahrzunehmen. Und wir kommen bis Anfang September in diese wundervolle Energie. Und das heißt also, wir haben eine von Mitte August bis Anfang September eine wundervolle Zeit vor uns, die uns einfach unterstützt, beflügelt und zauberhafte Momente mit den Sternenfreunden und auch mit den Erzengeln und den Engeln allgemein hervorbringen kann. Nehmt diese an diesen Tagen die Möglichkeit wahr und verbindet euch mit ihnen. Ihr werdet schöne Erfahrungen machen können, da bin ich mir ganz sicher. Doch ab dem 22. August, da sollten wir wieder vorsichtig sein. Da können nämlich, da kommt so eine energielose Phase, da könnte man eventuell müde werden und auch bestimmte Pläne scheitern, bestimmte Dinge werden korrigiert, so eine Energie schwingt da auf einmal. Und das kann auch die Politik betreffen, dass man sich da korrigiert und bestimmte Fehler wieder zugibt und dann auch etwas Neues daraus entsteht, was uns vielleicht besser oder gut tut, mehr gut tut als das vorherige. Also diese Energie schwingt auch mit. Und ihr selbst, ihr könnt für euch gucken, wo habe ich denn vielleicht eine Entscheidung getroffen, die nicht so gut war, das nochmal überdenken und vielleicht daraus eine ganz neue resultieren zu lassen. Also diese Energien sind da und bringen uns letztendlich eine Verbesserung der allgemeinen Lage. Was ganz wichtig ist in dieser Zeit, ist der Fokus, dass wir vermehrt feststellen, wie wichtig die Unterstützung, die gegenseitige Unterstützung und Hilfe ist. Das rückt immer mehr in den Fokus und das wird uns dann auch bis Ende August intensiv begleiten. Und da kann ich mich nur daran erinnern, wie schön es ist, wenn wir zusammen sind.
Ja, wenn wir zusammenwirken, denn da ist die Unterstützung ja da, da ist die Liebe da, da begegnen wir uns auf gleicher Augenhöhe und das gibt Kraft, Kraft durch diese Zeit durchzugehen und natürlich die Energie von den Luminärengeln, die uns dieses Licht wirklich Tag für Tag schenken. Und je mehr wir uns dem öffnen, umso mehr können wir auch unseren Körper regenerieren. Denn dieses Licht von den Luminärengeln hat noch sehr viele Geheimnisse, die wir so nach und nach entdecken werden. Und ich bin froh, dass sie jetzt endlich bei uns ist, diese wundervolle Energie. Dann haben wir Uranus, der ab dem 29. August rückläufig wird und dann auch fast alle Planeten mit ihm rückläufig werden. Und das bringt uns so in eine aufregende Entwicklung, in eine aufregende Zeitspanne, wo sich alles ändern kann. Und da achtet besonders darauf, was sich für euch da ändert. Und vielleicht könnt ihr da schon mal gucken. Rückläufig heißt ja immer, das, was in der Vergangenheit war und vielleicht nicht so gut war, kann sich jetzt in etwas ganz Positives ändern, umwandeln. Das ist die Chance für uns, die der August für uns ja bereithält. Und das ist etwas Wundervolles. Und da könnte es tatsächlich sein, dass sich etwas ändert. Es kann sich im privaten Leben etwas ändern, in der Gesellschaft und in der Politik etwas Grundlegendes ändern. Und wir sind aber diejenigen, die das steuern. Denn es ist immer unser eigener Wille gefragt, der hier ins Spiel kommt. Ohne unseren freien Willen, unsere Aktivität geht nichts. Da wird sich auch nichts ändern. Aber ich denke, das wisst ihr. Und wenn man sich das nochmal so genau, ja, durch den Kopf gehen lässt, dann würde ich sagen, ist der August eigentlich ein schöner Monat. Er hat verschiedene Höhen und Tiefen, aber er bringt uns einfach zum Nachdenken, zum Überdenken, zum neuen Handeln und neue Ziele setzen. Und das solltest du für dich, für dein Leben dann auch tun. Dann schwingst du in dieser Energie, bist im Fluss der Zeit und wirst getragen. Ja, und jetzt kommt das Channeling von den Luminärengeln zu der aktuellen Energie. Und ich freue mich schon sehr darauf. Ich wünsche euch allen ganz viel Freude dabei. Genießt diese Energie und lasst euch einfach fallen in diese Energien. Geliebte Freunde des Lichtes, geliebte Herzensmenschen, wir, die Luminärengel, treten liebevoll an deine Seite, um dich durch diesen Monat zu begleiten. In dieser Zeit des Wandels und der Möglichkeiten sind wir hier, um dir unsere Führung und Unterstützung zuteil werden zu lassen. Die aktuelle Zeit bringt eine erfrischende Energie des Neubeginns mit sich. Und wir laden dich ein, dich dieser Leichtigkeit hinzugeben. Wir laden dich ein, loszulassen von allem, was dich belastet. Und wir laden dich ein, dich zu öffnen für neue Wege und Chancen, die sich dir ganz sicher in diesem Monat zeigen werden. Wir sind hier, um dir den Weg zu erhellen und dir zu zeigen, dass du nicht alleine bist. Während dieser Zeit der Veränderung ermutigen wir dich, mutig voranzuschreiten. Vertraue auf deine innere Stärke und wisse, dass wir dir die nötige Kraft geben werden, um neue Herausforderungen zu meistern oder Hindernisse zu überwinden. Unsere sanfte, aber kraftvolle Präsenz
wird dich liebevoll begleiten und unterstützen. Wenn du lang aufgeschobene Projekte angehst und wichtige Aufgaben erfolgreich abschließen möchtest, in Momenten der Selbstzweifel und Unsicherheit sind wir hier, um dich zu erinnern, wie wertvoll und einzigartig du bist. Wir sind auch hier, dir zu sagen, dass wir dich lieben und dass wir uns so freuen, genau jetzt zu dieser Zeit zu dir sprechen zu können. Wir bitten dich, auf deine Fähigkeiten und Fertigkeiten zu vertrauen, denn du hast alles, was du brauchst, um diese Zeit des Wandels zu meistern. Glaube an dich und vertraue den Impulsen deiner Seele, denn sie kommen aus dem Innersten deines Selbst. Wir sind bei dir, um dich zu ermutigen, liebevoll mit dir selbst umzugehen und dich nicht zu hart zu kritisieren. Sei gütig mit dir selbst und beginne dich immer mehr zu lieben. Wir laden dich ein, deine Kreativität zu entdecken und in Leichtigkeit zu entfalten. Wir laden dich ein, die Freude und den Genuss in dein Leben fließen zu lassen und dir zu erlauben, deine innere Magie zu entdecken. Sei offen für neue Inspirationen und lass deine Ideen und Träume wachsen und gedeihen. Wir werden dir Impulse senden und dich darauf aufmerksam machen, was für dich wichtig ist. Und während du durch die Höhen und Tiefen dieses Monats gehst, sei versichert, dass wir immer an deiner Seite sind. Völlig egal, was geschieht, wir sind bei dir. Und wenn du auf Hindernisse stößt, lass dich nicht entmutigen, denn wir sind hier, um dich zu leiten und dir zu helfen, jede Herausforderung zu meistern. So nutzt diese Zeit des Wandels als Gelegenheit, weiter zu wachsen und sich weiter zu entwickeln. Wir versichern dir, dass du vertrauen darfst, in diesem Monat der Veränderung nicht allein zu sein. Wir, die Luminea-Engel, wir sind hier, um dich zu unterstützen und zu trösten und natürlich zu inspirieren. Wir freuen uns über deine Ideen und deine Impulse. Und so bitten wir dich jetzt, dein Herz zu öffnen für unsere liebevolle Führung. Und wir möchten dich mit unserer Energie der Leichtigkeit und des Vertrauens erfüllen. So öffne nun dein Herz, um unsere Geschenke zu empfangen. Und sei dir gewiss, dass alles, was wir tun, zu deinem allerhöchsten Wohle sein wird und dass unsere Energie dich unterstützen wird, die Welt zu etwas Besserem zu machen. Die Energien fließen durch die Matrix zu dir, sobald du deinen Fokus darauf richtest. Und dieser Spalt, der entstanden ist, wird nie mehr verschlossen werden,
Wir wachen über das, was geschieht, und wir senden ohne Unterlass Energien durch diesen Spalt auf die Erde. So vertraut bitte auf unsere liebevolle Präsenz, wenn wir dich jetzt umarmen und wenn wir dir sagen, dass wir dich so sehr lieben. Wir sind immer bei dir, bei euch, bei jedem Einzelnen, um euch zu unterstützen und zu tragen. Und so fühle unsere Liebe, die wir dir jetzt zum Abschied senden. Das Licht von Luminea wird bei dir sein. Ich danke den Luminea-Engeln so sehr für diese hoffnunggebende Energie, die sehr unterstützend und liebevoll ist. Und ich wünsche mir für euch, dass ihr euch im Laufe des Augusts an all das erinnert, was hier gesagt wurde. Und wir sind anders. Deswegen lassen wir uns nicht von der Matrix fangen. Mit diesen Worten möchte ich mich verabschieden. Liked mein Video, teilt es und schreibt unter das Video in die Kommentare, was ihr gefühlt habt, wie es euch geht. Ich umarme euch ganz liebevoll. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.